Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, willkommen bei Motivation Gesundheit. Ja, der Herr neben mir, Dr. Erich Rembeck, über 30.000 Operationen am Knie und natürlich auch Sprunggelenk etc. Heute haben wir das Thema Meniskus. Ein Patient hat sich den Meniskus verletzt. Was ist da genau die Diagnose? Der Patient hat einen kaputten Innenmeniskus, und zwar genauer gesagt im Hinterhornbereich, wo am allermeisten der Meniskus anfängt kaputt zu gehen. Hat er sich zugezogen im täglichen Leben und eines Tages kriegt man halt Schmerzen im Bereich der Innenseite oder im Bereich der Kniekehle. Und er hat einige Zeit zugewartet, ein bisschen Physio gemacht, ist nicht besser geworden. Wir haben eine kernspintomografische Untersuchung gemacht, da sieht man, der ist kaputt. Der Patient kann so nicht zurechtkommen, er kann bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun, deswegen müssen wir das reparieren heute. Ist ja dann auch wahrscheinlich immer wieder so ein stechender Schmerz oder ist es ein Dauerschmerz, je nachdem? Meniskusschmerzen sind ganz unterschiedlich. Manche haben Dauerschmerz und zwar dann, wenn sich von dem abgerissenen Meniskus, der ja ist wie, letztendlich wie Hartgummi, wenn ein Stück abreißt und sich verklemmt innerhalb des Gelenkes, dann können das ganz massive Schmerzen sein, wo der Patient überhaupt nicht draufsteigen kann, wo er Krücken benutzen muss, wo er nachts immer schlafen kann, wo er nicht weiß, wie er sich hinlegen soll. Aber es können auch Phasen sein, mal 3-4 Tage oder 2-3 Wochen, wo so ein Patient gar keine Schmerzen hat und dann geht er wieder mal in die Hocke oder dreht sich mit dem Oberkörper und schon verlagert sich wieder ein Meniskusteil, tut wieder weh. Also das ist ganz unterschiedlich. Oder manchmal ist es auch nur so, dass die Patienten ein dickes Knie kriegen. Also das Knie bildet einen Gelenkserguss und leidet dadurch. Jetzt haben Sie natürlich auch viele Sportler und natürlich, die wieder ganz schnell Sport betreiben wollen. Ja. Jetzt weiß man natürlich, Erich Rembeck ist irgendwie Meniskuspapst. Also viele kommen zu Ihnen, wenn der Meniskus einfach verrückt spielt, haben wir ja auf Deutsch gesagt. Wie wichtig ist da Ihre Erfahrung gewesen, wenn man aus dem Fußball, aus dem Eishockey, aus dem Tennis? Ja, man kann ja verschiedene Maßnahmen jetzt mit einem Meniskus machen. Entweder man kann ihn ein Stück entfernen, weil er nicht mehr zu rekonstruieren ist, oder man kann ihn wieder annähen, den Meniskus. Je jünger man der Patient ist, umso wichtiger ist, dass man möglichst den Meniskus erhält und möglichst ihn annäht und erhält, dass 100% der Substanz erhalten ist, weil der Meniskus ist der wichtigste Stoßdämpfer. Und wenn der kaputt geht und es wird zu viel entfernt, dann öffnet man ja dem Verschleiß bzw. der Arthrose Tür und Tor. Also diese Entscheidung, wann macht man was, bei wem macht man was, bei wem kann man nähen, bei wem muss man ein Stück wegmachen, das ist letztendlich die Erfahrung, an dem entscheidet sich auch die Beweglichkeit, Zukunft etc. Hinterher das weitere Vorgehen. Je nachdem, was man macht, ist es auch hinterher unterschiedlich. Der Patient, der eine Meniskusnaht bekommt, muss viel länger entlasten, muss einen längeren Reha-Prozess machen. Der Patient, wo man ein Stück wegmacht, der kann im Prinzip nach 2 Tagen wieder normal gehen. Das geht ganz schnell. Aber wie gesagt, in jedem einzelnen Fall muss man abwägen, was macht man mit dem Patienten. Und das ist die Entscheidung. Insbesondere im Leistungssport oder im professionellen Sport ist es ja so, da muss man ja auch immer mit einkalkulieren, wie lange fällt einer aus. Also wenn du nach einer Meniskusnaht ein halbes Jahr ausfällst, das kommt jetzt nicht bei jedem Fußballverein gut an. Aber es sind dann manchmal die wirklich schweren Entscheidungen in dem Bereich, den Weg festzulegen, was macht man. Jetzt gibt es ja auch den Meniskus, der wackelt quasi, den man dann wieder anschweißt, oder? Das gibt es ja auch. Der Meniskus, der wackelt, das ist so, er wackelt dann, wenn er an bestimmten Stellen reißt. Also wenn er zum Beispiel in der sogenannten Meniskuswurzel
Also ganz hinten, wenn er da abreißt, dann hat er keinen Halt mehr im Gelenk, dann fängt er an zu wackeln. Ich nehme an, das haben Sie gemeint. Das habe ich gemeint, genau. Sogenannter Meniskuswurzelriss. Mhm. Oder wenn ein Stück abreißt und dieses Teil, das abgerissen ist, springt hin und her. Zum Beispiel beim sogenannten Korbhenkel, wo quasi von vorne bis hinten ein Teil abreißt und der kann sich ins Gelenk verlagern. Dann kann man sein Knie nicht mehr strecken. Das kann auch wieder zurückspringen. Dann ist es so, als ob nichts gewesen wäre. Letztendlich das Teil, das kaputt ist, wackelt hin und her. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich auch Fälle, wo der Meniskus wirklich raus muss. Also wo der wirklich ganz kaputt ist. Was macht man dann? Ja, eher nicht. Also heutzutage versucht man schon, wirklich immer ein bisschen was drin zu lassen. Meistens muss es dieser Rand sein, die sogenannte Randleiste. Und die geht ja meistens nicht so kaputt, dass man das jetzt komplett entfernen muss. Und auch in dem Gebiet der Randleiste ist ja der Meniskus durchblutet. Da kann man ihn dann jederzeit annähen. Selbst wenn er etwas degenerativ ist, wenn er selbst abgerissen ist, kann man ihn wieder annähen, weil man weiß, wie wichtig das ist. Früher hat man das natürlich, wenn man das Kniegelenk aufgeschnitten hat und mit einem Art Messer quasi ohne Sicht, halb blind, diesen Meniskus rausgeschnitten hat, da hat man das so gemacht, aber heutzutage macht man das auch nicht mehr. Aber jetzt gibt es natürlich auch Unfälle, also wo praktisch die Kniescheibe alles verletzt ist oder der Meniskus auch verletzt ist. Was macht man da? Immer versuchen, oberstes Gebot, so viel wie möglich Meniskus zu retten. Und wenn es nur ein Drittel ist und wenn es immer da, wo der Meniskus angewachsen ist und gut durchblutet ist, da kann man ihn eigentlich erhalten. Und das ist oftmals dann auch natürlich aufwendig und kostet Zeit, diesen Meniskus wieder so anzunähen. Aber es lohnt sich immer langfristig für den Sportler, sich Mühe zu geben, den Meniskus zu erhalten. Jetzt ein gesunder Meniskus, für was ist der genau zuständig? Ist genau ein Stoßdämpfer. Wie gesagt, der ist wie Hartgummi, passt genau in die Inkongruenz, sage ich mal, zwischen Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen. Die haben ja unterschiedliche Formen, die haben ja unterschiedliche Struktur und die passen nicht genau aufeinander. Und um diesen fehlenden Passraum auszukleiden, gibt es den Meniskus. Letztendlich ein Stoßdämpfer innerhalb des Gelenkes. Jetzt, wenn vielleicht der eine oder andere Patient schaut zu, also bei mir zwickt es schon ein bisschen da ist es auch mal gut, dass man mal am besten so eine Kernspin macht oder dass man sich das Knie mal... Ja, da kann man es halt am sichersten eindeutig diagnostizieren. Man muss es natürlich erst einmal anschauen, weil es gibt Symptome, die sind ähnlich einem Meniskus, sind aber kein Meniskus. Und es gibt Symptome, die schauen gar nicht nach Meniskus aus, sind aber Meniskus. Und Sie hören das ja dann halt, auch. Über das ist halt einfach letztendlich die Erfahrung, die sich zunächst aus der Untersuchung ja dann ergibt. Danach muss man entscheiden, ob eine Kernspintomographie gemacht wird. Aus der Kernspintomographie sieht man dann, wie groß ist der Schaden. Nicht jeder Meniskusschaden muss ja operiert werden. Sondern nur, selbst wenn man im Kernspin einen Meniskusschaden feststellt, heißt das noch lange nicht, dass man unter das Messer muss. Es hängt immer davon ab, wie sind die Symptome, wie stark ist man eingeschränkt, wie ist das sonstige Knie beieinander. Also das muss man letztendlich alles abwägen gegeneinander, wo der Meniskus ein kleines Teil in der Entscheidungsfindung ist. Und das ist die Schwierigkeit und das ist die Erfahrung zu entscheiden, was mache ich. Also die Schwierigkeit ist nicht die technische Durchführung dieser Operation, sondern es ist immer das Schwierigste, die Entscheidung zu treffen, was mache ich. Herr Dr. Rimbeck, der Patient ist ja schon quasi fast OP-bereit. Jetzt gehen wir mal zum Patienten. Okay. Wunderbar. Ja, Herr Häuser, schön, dass wir da mal dabei sein dürfen. Wie haben Sie den Dr. Rimbeck gefunden? Ich war im Januar hier schon mal zur Schulter-OP und war da so zufrieden, dass als jetzt das mit dem Knie kam, ich gleich wieder auf hier kam und er ist ein Fachmann. Ja, und tausende von Knien schon ja. Operiert, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wie ist das passiert? Ich vermute mal beim Faustball. Ah. Genau, Zeitpunkt kann ich gar nicht sagen. Richtig akut auftreten ist dann erst im August, eigentlich beim Spazierenlaufen. Und jetzt haben Sie einfach permanent Schmerzen oder nur so ab und zu? Oder? Das kann mal ein, zwei Tage gut sein und dann wird es wieder richtig heftig.
dann schwankt man natürlich, soll man sich operieren, soll man nicht. Aber es hat ja keinen Wert, irgendwie muss man es machen. Wunderbar. Ja, Sie haben ja schon die Diagnose gestellt. Wie lange wird so in etwa die Operation dauern jetzt? Ich gehe davon aus, 10 Minuten bis 15 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Je nachdem, was wir da jetzt finden, da drin. Ja? Ich hoffe mal nichts. Ja. Ein bisschen was wird immer schon. Ein bisschen was geht immer. Genau, genau. Ja, prima. Dann sehen wir uns nach der OP wieder. Okay. Und toi, toi, toi. Genau, Sie sind in besten Händen. Natürlich. Wunderbar. Wir gehen dann kommen ja auch hier runter. Genau. Werden wir das gut machen. Ja? Bis gleich. Wir überprüfen unsere Indikation nochmal, indem wir im OP nochmal die Kernspinnbilder uns aufrufen, die markanten Befunde nochmal vergleicht. Gut, jetzt wieder die übliche Prozedur, steriler Mantel, sterile Handschuhe. Warum wird da jetzt bandagiert? Erstens, damit diese Manschette nicht verrutscht und zweitens ist es quasi wie ein Socken, was eine gewisse auch gegen Thrombose gerichtete Wirkung hat. Kniegelenk links, Innenmeniskusschaden, eventuell mit Knorpelbeteiligung, sonst keine weiteren orthopädischen Risikofaktoren. Jetzt in etwa, Herr Dr. Rienbeck, haben Sie schon eine Erwartung, was den Schaden betrifft, aber Sie können noch nicht genau sagen. Ich erwarte, wie im Kernspin zu erkennen, dass der Patient einen Meniskusschaden hat, Innenmeniskusschaden. Das ganz kleine Öffnung. Gleicher Zugang. Wasseranschluss für die kontinuierliche Wasserspülung im Kniegelenk. Wird das Knie gespült? Genau. Während der ganzen Operation, oder? Während der gesamten Operation. Es wird ein definierter, vorher eingestellter Druck aufgebaut, damit man im Kniegelenk, wo es ja eigentlich normalerweise sehr eng zugeht, etwas mehr Platz hat. Ja. Jetzt kommt die Kamera rein, oder? Die Kamera, jetzt kommt die Kamera rein. Dann kommt Flüssigkeit, so. Da ist eine Luftblase. Das, was wir jetzt hier oben sehen, das ist die sogenannte Quadrizepssehne. Was heißt das? Das ist die Sehne, aus der wir bei der vorherigen Revisionsoperation das Sehnenersatzteil rausgenommen haben. Hier aber die Bänder sind hier in Ordnung, oder? Das kann man noch nicht sagen. Wir sehen die Kniescheibe, Unterfläche der Kniescheibe mit dem Knorpel, der wunderbar intakt ist, schön glatt ist. Ja. Was für den Patienten ganz wichtig ist. Wir sehen das sogenannte Gleitlager. Das ist das hier. Der Knorpel ist auch in Ordnung, ist auch glatt. Das heißt, der Patient dürfte beim Springen und beim Rauf- und Runtergehen wenig Beschwerden haben, weil das alles in Ordnung ist. Gut, jetzt gehen wir mal da runter. Und das ist jetzt ein Blick auf das Kreuzband, das vordere Kreuzband. So schaut es aus, wenn es intakt ist, besteht aus zwei Teilen. Sieht man schön durch die Aufteilung dieser beiden Säulen. Ja. Und dann sieht man auch hier schon auf den vorderen Anteil vom Außenmeniskus und den vorderen Anteil vom Innenmeniskus. Geben wir mal den Tasthaken in das Gelenk rein. Gut, jetzt können wir uns das anschauen. Das ist jetzt oberflächlich der Knorpel ein bisschen beschädigt. Ist nicht sehr dramatisch. Aber der ist irgendwie eingerissen, oder? Ein bisschen oberflächlich eingerissen. Jetzt sind wir hinten am Meniskus. Ja. Das ist jetzt der Meniskus und da sieht man das Problem, dass da hinten ein Stück abgerissen ist. Ja. Das lässt sich bewegen. Genau. Und das ist jetzt das, was ich gesagt habe. Das ist ein bewegliches Teil. Und das schmerzt natürlich auch, oder? Das kann einmal da hinten liegen, kann aber auch sich darüber legen. Ja. Je nachdem, wo es liegt, macht es unterschiedliche Symptome. Ja. Auf alle Fälle ist es etwas, was von selber nicht mehr festwachsen kann. Das muss jetzt raus, oder? Genau. Das ist jetzt letztendlich ist das kaputt. Ja. Kann nicht mehr festwachsen, weil es an der Stelle schlecht durchblutet ist.
man sieht, der Meniskus beginnt hier vorne und läuft hier rüber bis da ganz hinten hin. Müssen wir das einfach noch schöner machen. Ja. Dazu brauche ich jetzt das motorisierte Instrument mit einem Fußschalter, Fußbetrieb. Ja. So. Wie sagt man dazu? Ist das Abhobeln oder? Shaver. Sogenannter Shaver. Shaver. Verstopft. Wahrscheinlich hat der Patient den Meniskusschaden schon längere Zeit gehabt. Genau, oder also längere Zeit. Gerade bei dem Patienten, der etwas mehr Gewicht hat, ist es wichtig, dass man da nicht viel wegmacht. Gib mir mal nochmal eine Stanze. Ja. Okay. Wir sehen jetzt da vorne, das ist der vordere Anteil vom Meniskus, der ist in Ordnung. Jetzt kommen wir in den Mittelteil vom Meniskus, der ist auch in Ordnung. Und im hinteren Anteil vom Meniskus ist jetzt ein Stück entfernt, das ist der Rest. Das ist der Rest, das ist alles stabil. Der Knorpel ist an der Stelle ein bisschen oberflächlich begradigt, ansonsten ist er in Ordnung. Überall hier glatter Knorpel, überall hier glatter Knorpel. Ja. Nach oben. Kreuzband ist in Ordnung. Jetzt gehen wir nochmal auf die Außenseite. Gehen wir nochmal auf die Außenseite. Das war nochmal der Außenmeniskus, den haben wir vorher auch schon gesehen. Da läuft eine gewisse Sehne in der Kniekehle, Popliteus-Sehne, die ich jetzt mit meinem Haken berühre, das ist auch in Ordnung. Ja. Und der Knorpel ist auch überall in Ordnung. Das, was man jetzt hier so sieht, das hier, das Gewebe, das ist die Gelenkschleimhaut. Die ist manchmal etwas gefaltet, manchmal etwas geschwollen, wenn halt im Knie etwas nicht stimmt. Die bildet sich dann wieder zurück, diese Schwellung geht weg. Das ist eine Schwellung jetzt, ja, sieh mal. Genau, das ist so eine Schwellung drin. Gib mal meinen Schäfer. Wird jeweils eine einzelne Naht drauf gemacht. Ja. Die bleibt eine Woche, die Naht, dann wird diese Naht wieder entfernt. Das kann aber dann bei seinen Ärzten vor Ort machen lassen, oder? Wir bestellen die Leute gerne wieder zu uns ein, weil es für uns eine Kontrollmöglichkeit ist, um zu sehen, wie geht es den Leuten, um zu sehen, haben sie alles verstanden, was die Reha betrifft, sind sie gut versorgt, haben sie überhaupt ein Physio bekommen. Und das wollen wir gerne dann sehen, anlässlich dieser Fadenzug. Kontrolle. Jetzt gibt es wahrscheinlich dann auch einen Bericht, den Sie verfassen, oder? Über die genau, OP? Es wird ein Operationsbericht geschrieben über den Verlauf der Operation, was genau gemacht wurde, wer daran teilgenommen hat. Und haben Sie das auch gefilmt? Nein, ich habe während der Operation Fotos gemacht von den entscheidenden Schritten. Haben wir nur Fotos gemacht. Aber man kann das auch, man könnte das auch filmen. Ja? Also man könnte das filmen, ja. Und der Patient wird wann wieder Faustball spielen? 4 Wochen. In 4 Wochen. Wahnsinn. Also schon. Wie war denn das früher, Herr Dr. Rimbeck, als das Arthroskopische noch nicht gab? Da musste man das Knie. Bei Meniskusoperationen war man 6 Wochen eingegipst. Man hat es über so einen Schnitt vorne aufgemacht, ist mit einem gebogenen Messer reingegangen, hat es rausgenommen, hat es zugenäht, 6 Wochen eingegipst. Hinterher hatte man große Probleme, das Gelenk wieder zu bewegen, Muskulatur aufzubauen. Das hat früher ewig lang gedauert. Was heutzutage natürlich, nachdem man es ja sofort belasten, sofort bewegen kann, ja eigentlich nimmer stattfindet. Das waren jetzt knappe 15 Minuten. Ja. Unglaublich. Ja. Also Sie sind schon ein Profi. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann später beim Patienten. Jawohl. Wunderbar.
namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Herr Dr. Rimbeck, die Meniskusoperation waren knappe 15 Minuten, also das ist wirklich genial. Also das hat alles wunderbar geklappt, jeder Handgriff saß wieder. Ja. Und es war ein unkomplizierter Meniskusschaden mit wenigen Begleitverletzungen. Mhm. Sieht auf den ersten Blick natürlich einfach aus, aber die Schwierigkeit liegt im Detail. Es ist eine der einfachsten Operationen, aber trotzdem, es kann ordentlich auch irgendwas schiefgehen dran. Man muss immer froh sein, wenn es so unkompliziert abläuft. Der Patient ist ja auch schon wieder wach. Ja? Da gehen wir dann gleich mal rauf und sprechen mit ihm. Aber der Patient ist ja schon auch ein bisschen übergewichtig gewesen. Aber Sie haben das Knie auch total untersucht, haben gesehen, kein Knorpelschaden. Wenig Knorpelschaden. Und haben so auch gesäubert das Knie. Genau, wenig Knorpelschaden. Mhm. Also natürlich ist jetzt das Gewicht mitverantwortlich für diese Schädigung. Ja, das wissen wir ja alle, dass das Gewicht einer der Hauptfaktoren ist, wie lange die Gelenke herhalten. Aber nachdem er ein sportlicher Mann war, der trotz seines Gewichtes gut Muskulatur hatte, hat er relativ wenig Knorpelschäden gehabt zu seinem Meniskusschaden dazu. Also von der Prognose her hat er durchaus eine sehr gute Prognose. Und er will ja nichts so sehr, als wie wieder sein geliebtes Faustball spielen. Naja. Was passiert denn jetzt mit dem Patienten? Also er kriegt natürlich jetzt auch noch Tipps, wie er wieder schnell fit wird, also Reha etc. Sie haben ja auch ganz tolle Physiotherapeuten, die Sie immer wieder einsetzen. Was passiert jetzt? Der Patient kommt davon auswärts, das heißt, wir geben ihm die Instruktionen mit, sowohl was die physiotherapeutischen Instruktionen betrifft, als auch was die langfristigen Instruktionen betrifft, sprich trainingstherapeutischen. Das kriegt er von uns und dann gehe ich davon aus, dass er das umsetzt. Und wenn wir ihn zum nächsten Mal sehen, vielleicht nach ein paar Wochen, dann werden wir sehen, wie weit er es gebracht hat. Aber er kriegt sicher langfristig von uns die Empfehlungen, wie er mit seinem Knie umzugehen hat. Das heißt, er braucht aber jetzt die ersten paar Tage braucht er Krücken, oder? Er braucht 3-4 Tage Krücken, darf in dieser Zeit sein Knie dann auch schon frei bewegen und darf nach 3-4 Tagen wieder ganz normal gehen, muss es halt die erste Zeit etwas schonen, und auch 3-4 Wochen, ein bisschen, oder? Nur die ersten Tage. Ja. Und danach geht er in die Physio und dann gehe ich davon aus, dass er nach spätestens 4 bis 6 Wochen wiederhergestellt ist. Und wieder Faustball spielen kann. So war sein größter Wunsch. Genau. Jetzt gehen wir zu ihm hoch und dann sprechen wir mit ihm. Okay. Wunderbar. Gut. Herr Häuser, grüß Sie. Alles gut gegangen? Freut mich. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle hervorragend. Okay. Jetzt noch was essen, was trinken und dann schauen Sie. Ja, okay. Also wir sind sehr zufrieden mit Ihrer Operation. War alles so wie erwartet. Es haben sich keine wesentlichen neuen Befunde ergeben. Auch von der Nachbehandlung wird so laufen, wie wir es vorher besprochen haben. Okay. So, jetzt die junge Dame macht jetzt schon was? Was passiert jetzt? Ja, wir fangen natürlich direkt nach der Operation an, um sogenannte Lymphdrainage zu machen. Also das heißt, wir stimulieren die Entstauungswege, damit die Schwellungen im Knie nicht so stark werden. Das ist halt ganz wichtig, damit halt der Patient, der ja morgen nach Hause gehen will, möglichst wenig Schwellungen hat, möglichst wenig Stauungen hat. Deswegen. Haben Sie schon die Familie angerufen? Schon? Nee. Nein. Nee. Die ist am Stachus drinnen shoppen. Ah, da. Aber die besucht Sie dann gleich, oder? Ja. Das ist schon. Die übernachtet hier in München, schön. Damit wir morgen zusammen nach Hause fahren. Schön. Also Sie waren wirklich in besten Händen? Und wie gesagt, ich habe nichts mitgekriegt, aber ich verlasse mich auf Ihre Worte. Wirklich. Und wie gesagt, die OP hat nicht mal 15 Minuten gedauert. Mhm. Also wirklich ein erfahrenes Ärzteteam. Deshalb fahre ich auch hier rüber. Ja. Und wie gesagt, das ist schon wichtig, dass man die richtigen Ärzte kennt. Und ja, wenn ich halt in Kreiskrankenhaus gehe,
Da kann ich einen Operateur erwischen, der hat die letzten 4 Wochen nichts am Knie gemacht, der hat Blinddarm und was drin. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, zu solchen Spezialisten zu gehen, dann gehe ich da. Und Dr. Limbeck hat tausende von solchen Operationen gemacht. Ja. Und kennt natürlich die verschiedenen Sportarten und weiß genau, welche Verletzung wie und wie ist das Knie zu behandeln. Also wunderbar. Schön, dass Sie uns zur Verfügung standen. Kein Problem. Alles Gute. Wir sehen uns in Hollywood. Gute Genesung. Alles Gute. Wir haben gesagt, unser Ziel ist, dass Sie in 6 Wochen wieder Faustball spielen können. Gell? Ja. Weil Sie sind ja Faustballspieler. Ja, ja, ja. Genau, das haben wir nicht vergessen. Da bin ich bis zur Ende. Unser Ziel ist 6 Wochen Faustball. Gell? Ja, in 2 Wochen wieder fahren. 2 Wochen. Er ist Fahrlehrer. Ah ja. Er ist Fahrlehrer, möchte 2 Wochen fahren. Und da braucht es Automatik. Haben sowieso, oder? Das kriege ich erst am 9. Dezember. Ah ja, wunderbar. Also vom Knie her wird es gehen. Wenn Sie ein Auto erst am 9. Dezember kriegen, dann liegt es nicht am Knie. Okay. Dann liegt es am Auto. Alles Gute. Dankeschön. Also, Dankeschön. Okay. Ich komm später wieder. Gell? Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt wirklich wieder eine wunderschöne Sendung. Sie sehen, was diese wunderbaren Ärzte alles können. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Motivation Gesundheitstalk. Bis dahin, eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.